Der Klimawandel, die globale Erwärmung und die Verschmutzung der Weltmeere. Alles Dinge, die etwas mit dem globalen Förderband zu tun haben. Was ist denn nun dieses globale Förderband? Es ist ein Zirkulationssystem aus Meeresströmungen, das vier der fünf Ozeane miteinander verbindet. Den Indischen, Atlantischen, Antarktischen und den Pazifischen. Es wird das globale Förderband genannt, weil es viele Meerestiere zur Fortbewegung nutzen, aber auch weil es das am Äquator erwärmte Wasser an die Pole transportiert und so für das angenehme Klima bei uns verantwortlich ist. Dieses Förderband wird durch die Wärme- und Salzgehaltsunterschiede des Wassers angetrieben. Auch Winde und die Rotation der Erde, auch thermohaliner Effekt oder thermohaline Energie genannt, spielen hierbei eine große Rolle. Nur dank so vielen Faktoren kann das globale Förderband so viel Wasser führen. Der Golfstrom zum Beispiel schickt pro Sekunde 100 Millionen Kubikmeter Wasser Richtung Europa. Der Golfstrom gibt mehr Wärme an Europa ab, als 100 Millionen Atomkraftwerke zusammen produzieren könnten. Wenn dieses ausfallen würde, würde Europa mindestens 5 bis 10 Grad kälter werden. Das warme Wasser kühlt sich in Nordeuropa wieder ab. Dort sinkt das Wasser in die tieferen Wasserschichten ab. Diese sind kälter und haben einen höheren Salzgehalt. Von dort aus fließt das Wasser weiter zum Äquator, um sich dort wieder zu erwärmen. Dieses System ist sehr empfindlich. Durch die Klimaerwärmung könnte der Golfstrom versiegen und somit die Warmwasserzufuhr für Europa versiegen. Dadurch würde Europa abkühlen und es würde wahrscheinlich eine nächste Eiszeit eintreten. Es gibt zwar Theorien, die das widerlegen wollen, es sind aber leider nur Theorien. Im Perm vor 250 Millionen Jahren kam das globale Förderband zum Erliegen. Das Meer stagnierte, das heißt, es zirkulierte nicht mehr und setzte sich ab. Es bildeten sich Purpelbakterien auf dem Meeresgrund, welche sich von Schwefelwasserstoff ernähren. Schwefelwasserstoff ist sehr giftig. Die schwefelwasserstoffreichen Wassermassen stiegen an die Oberfläche und gelangten in die Atmosphäre. Durch diesen Zusammenbruch starben 90% aller Tierarten aus. Wie man sieht, ist das globale Förderband elementar für das Leben auf der Erde.